Willst du mich eifersüchtig machen, oder was? Ich dachte, dass du Hoodie wärst. Hoodie muss weg. Wir finden dich schon. Oh Mann, geniale Idee. Ja, ich geb's weiter. Ich sag's dir, die Redcats werden sich fürchten. Wir werden nie wieder auftauchen. It's not just fun and games now. I ain't gonna fall, I get by. I'm a kid, growing up so fast. Parkour is what I do, but nobody can see. A super kid with a heart of gold. He's a pal and best of friends. And if life gets tough, he is no one to blame. You're a strength, a place that counts. A force that echoes far beyond these walls. Together, we are heroes. This is Hoodie. Es funktioniert. Sobald sie Freiberg betreten, Alarm. Die Redcats werden sich schnell von ihr fernhalten. Okay, Basim, Action! Hoodie, was kann ich für dich tun? Bleib auf Sendung. Hoodie stürzt sich direkt auf die Redcats, fasst sie an der Gurgel, schnappt sie sich und verprügelt sie. Basim, halt den Mund, okay? Hey, mein mega cooles Movie-Voice-Over? Einfach nur etwas Ruhe für Peter. Ja, er wollte sich selbst anzeigen. Er verdient unseren Respekt. Auf jeden Fall. Hoodie ist 200 Meter entfernt. Bereite dich auf den Anruf bei der Polizei vor. Ja. Der hier darf uns echt nicht entwischen. Okay, Kenza? Kenza? Wo willst du denn hin? Ich... Zu Frau Perez. Ich habe versprochen, ihren Hund rauszulassen. Ich weiß, dass ich mich nach der Schule nicht draußen rumtreiben soll. Aber die Frau braucht doch Hilfe. Nichts zu sehen. Wer war das? Hey, Hoodie! So schnell? Wie kann das sein? Hoodie! Es sind mehrere. Shit! Okay, ruf seine Ma an. Kenza ist nicht hier und ich kann die Stimme nicht verstellen. Okay, dann ruf nicht an. Schick bloß eine Nachricht und sieh zu, dass sie anonym bleibt. Nee, schick sie direkt an die Zentrale. Werden die Bullen auch schnell genug sein? Was wollen die denn eigentlich? Das klauen jedenfalls nicht. Hoodie! 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 Scheiße, verdammt. Das sieht nicht gut aus. Oh shit, ey, die wollen Hoodie verprügeln, Basim. Er muss da sofort weg. Na los, Bullen, Beeilung, schnell. Hoodie, Hoodie. Hoodie, Hoodie. Hey, Hoodie. Hoodie, Hoodie. Hoodie, Hoodie. Hoodie, Hoodie. Hoodie. Jetzt? Hoodie. Hoodie. Das reicht. Wir gehen. Ich sitze fest. Kenza, eine Fluchtroute. Da ist keine Fluchtroute. Peter, sorry. Wir können... Ich bin da. Okay, die Meryl Hook. Da kann man Herr Miyazaki durch. Okay, Hoodie, siehst du die Nudelbar direkt gegenüber von dir? Da läufst du rein, läufst durch die Küche und dann bist du laut Kenza in einer Seitenstraße. Von da aus kommst du weg. Da! Ah, keine Bewegung! Bleib stehen! Stehen bleiben! Bleib stehen! Hoodie, alles klar? Ja, hab sie abgehängt. Mega cooles Krähennest. Und super coole Fluchtrouten. Ernsthaft, Cousinchen. Perfekt gemacht. Ich bin gerade mit dem Hund von Frau Perez unterwegs. Ich hab gelogen. Ja. Unsere Monsterzicke hat endlich gelogen. Ich finde, es gehört sich nicht. Lügen ist nicht okay.
Hey, Zicklein. So eine kleine Lüge macht dich schon fertig? Vielleicht ist Lügen ja nur was für hirnlose Versager. Und ich dachte schon, du wärst jetzt cool geworden. Das kann dich hier jeder sehen. Willst du Hoodie verraten oder was? Hey! Super, dass du hier bist. Was war das denn bitte? Eine Falle. Ein dickes F-U für den Alarmknopf war das. Peter, komm her. Flo, bitte. Und nun? Hau ruhig ab. Er braucht uns gerade nicht. Es ist schön, dass du hier bist. Bedrückt dich was? Schwirrt dir irgendwas im Kopf rum? Dann sag halt nichts. Ich meine nur, du musst nicht drüber reden, wenn dir das zu privat ist, oder? Aber du kannst, okay? Was für ein Loser. Guck dir das an. Also wirklich. Echt, diese roten Kerle sind ja wohl das allerletzte. Zu acht gegen einen. Richtig so, der Typ ist ein Loser. Der Arme, der hat doch gar keine Chance. Und was mit dem Alarmknopf, hm? Das ist auch so eine Sache. Ultra dämlich. Ein Mädchen? Gehst du zu ihr? Etwa jetzt noch. Wir sitzen doch gerade alle so schön zusammen. Na gut, hau schon ab. Ausnahmsweise. Danke, Pa. Also echt mal, diese verdammten Red Cats, die haben das auch noch selbst online gestellt. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir nicht... Wo ist Basim denn hin? Sollen wir uns jetzt darum kümmern? Und er macht einen auf faul, denkt sich fiese Pranks aus. Hey, wow, 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 ganz ruhig, ja? Basim ist mein Bestie, klar? Und du nicht. Also kein schlechtes Wort über ihn. Er ist noch dazu echt super unsicher, wegen seiner Raps zum Beispiel, also... Basim ist keine Raps. Das sind Dürüms. Seine Rap-Texte, Kenza. Seine Rhymes. Er ist unsicher wegen seiner Texte? Ja. Ja, seine Rhymes. Ja. Die sind ganz okay. Die Texte, die sind längst nicht alle perfekt, aber sie sind echt super deep. Und irgendwann, ja, da wird Basim ein echter Superstar. Das weiß ich einfach. Ich fühle, dass das ist einfach so. Okay, warum macht dich das so wütend? Peter muss sich so schlecht fühlen. Ich kann absolut nichts tun und jetzt... Es wäre anders für ihn da. Diese Morena. Und das findest du nicht so gut? Nein, natürlich nicht. Weil... Warte, es ist was passiert. Es ist, als wäre da irgendwas zwischen dir und Peter. Vielleicht, ein unausgesprochenes Gefühl? Kenza, echt jetzt, Kenza. Das ist der Grund, warum wir zwei keine Besties werden können. Du denkst dir ständig so bizarr verrückte Dinge aus. Ein unausgesprochenes Gefühl. Ich habe das Video gesehen und wie sich Hoodie bewegt.
Ich dachte nur, Suf ist das nicht. Hast du es auch gesehen? Teile davon, ja. Gut, heute ging es schief, aber naja. Ich denke, dass Verlieren hin und wieder auch Gewinnen ist. Das weißt du selbst, hm? Hoodie? Woher weißt du es? Na, Parkour? Und das Niveau? Wenn es Suf nicht ist? Aber meine Unterstützung hast du. Und mich hast du außerdem. Ich hab dich? Nee. Ich meinte nur... Nee, sorry. Wie machen die Bullen das nur? Ich sehe da bloß rote Kleidung, nicht erkennbare Kerle und Straße. Ich sehe keine einzige Spur. Bassman hat keine Superkräfte. Bassman ist ein hirnloser Versager. Das Einzige, was Bassman wohl hat, ist Hunger. Flo, ich bin genial! Ich bin genial!